Ja, hallo zusammen. Wie ihr schon dem Videotitel entnehmen könnt, geht es heute um ein Projekt. Und zwar kennt ihr vielleicht, und falls nicht, empfehle ich euch ihren Kanal, die Gerda Lipski, die macht ganz tolle Sachen mit sehr viel mit Binder, deswegen werde ich heute auch mal mit Binder arbeiten, mit lasierender Technik lavierend nennt man das auch. Und aber schaut euch einfach den Kanal von ihr an. Sie hat super, super tolle Projekte und ich habe vor einiger Zeit, das glaube ich war letztes Jahr sogar schon, mit ihr mal Kontakt aufgenommen, weil ich die Idee hatte, dass wir zusammen was machen und jetzt ist es endlich soweit. Ich schiebe das jetzt original schon seit 2,5 Monaten vor mir her und jetzt dachte ich mir, jetzt, wenn ich es jetzt heute nicht mache, dann wird es nie was. Da die Gerda Lipski viele Abonnenten hat aus dem englischsprachigen Raum, werde ich heute ausnahmsweise mal unten englische Untertitel einblenden, damit die Zuschauer auch wissen, was ich hier mache. Und genau, und sorry wieder, dass der Ton nicht optimal ist, weil mein Tonaufnahmegerät weiterhin defekt ist und ich auf der Suche nach einer kostengünstigen Alternative bin, weil ich einfach keine Lust habe, 140 Euro nur für so ein Teil auszugeben, das nach 2 Jahren kaputt geht. Gut, was brauchen wir heute? Wir haben verschiedene Farben und zwar habe ich mich, damit es ein bisschen spannend wird, weil das Projekt sieht halt so aus, ich male jetzt was und das schicke ich der Gerda. Und die Gerda malt weiter und schickt es mir wieder zurück. Dann male ich wieder was und schicke es ihr zurück. Und dann, denke ich mir, wird es dann auch fertig sein. Und damit sie mehr Spielraum hat, dachte ich mir, nehme ich aus der Farbpalette mal so ein harmonisches Viertel aus diesem Farbenkreis. Ocker passt jetzt nicht so ganz rein, aber ich dachte mal, mache ich einfach mal. Also alles so in warmen Tönen, jetzt passend zum Frühling, auch wenn es gerade im Moment wieder regnet. Und als anderes, das habe ich mir abgeschaut von einer Künstlerin, ich glaube, die ist in Hannover, Künstlerstreich heißt ihr Kanal, auch den verlinke ich hier unten in der Videobeschreibung. Müsst ihr unbedingt vorbeischauen, die hat auch ganz tolle Ideen, vor allem super ausgefallen und die arbeitet sehr viel mit Alufolie. Und ich habe es mal ausprobiert und finde es eigentlich sehr spannend und ich weiß jetzt nicht so genau, ob die Gerda das auch schon mal gemacht hat. Falls nicht, liebe Gerda, das ist die Challenge für dich. Okay, es ist also sicherlich nicht die umweltfreundlichste Art zu malen, aber ich hoffe, dass die Umwelt dieses bisschen Aluminiumfolie ertragen wird, vor allen Dingen, weil es ja dauerhaft auf den Malpappen bleibt. Und zwar, liebe Gerda, wir haben zwar abgemacht 20x30, weil es sich besser verschicken lässt, aber habe ich gerade nicht da und da ich es unbedingt heute machen wollte, habe ich ein kleines Triptychon zusammengebastelt. Da müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Ja, und jetzt legen wir einfach mal los. Also meine Idee ist halt, die Alufolie zu zerreißen und Stücke davon hier drauf zu kleben, über dieses Triptychon, über die verschiedenen Blätter hinweg. Und dann zu schauen, wie ich mit den Farben da weiterarbeite. Zum Auftragen des Binders und zum Festkleben nehme ich einfach einen Borstenpinsel, weil der sich am einfachsten reinigen lässt. Ja, ihr wisst ja, dass ich eher im Gegenständlichen unterwegs bin und meine Idee war, irgend sowas, so eine Steilvorlage für die Gerda zu machen, mit der sie dann weiterarbeiten kann, aber jetzt bin ich von dieser Idee weggekommen und ich lasse mich jetzt einfach überraschen, was sie aus meinen kleinen Schnipseln und aus meinem, was immer ich hier zusammenbastel, was sie daraus machen wird. Also wenn ich so eine harte Kante habe wie hier, dann klebe ich mir die lieber irgendwo an die Ecke dran. Deswegen kommen die Kanten von der Alufolie dran. Das finde ich total schön, dieses Stück. Mal schauen, wo ich das hin fabriziere. Also ich kann mich natürlich als klassischer, gegenständlicher Landschaftsmaler nicht so ganz von bestimmten Vorstellungen befreien und zum Beispiel was die Bildkomposition jetzt angeht, wo ich jetzt die Dinger hinklebe. Also ich möchte vermeiden, dass ich die genau in der Mitte habe. Okay, das muss jetzt erstmal trocknen.
werde ich mit dem Föhn machen und dann werde ich mit den Farben weiterarbeiten. Dass ich hier, ihr seht zum Beispiel hier, dass der Binder farblos wird. Also ne, hier ist es sehr milchig, nicht dass er denkt, oh Gott, wie sieht das denn aus? Das verschwindet nachher alles. So, einmal trocknen lassen. Okay, es ist einigermaßen trocken und ich lege jetzt einfach mal los. Und ich habe mir überlegt, dass ich ein bisschen wässriger arbeiten werde, also damit die Gerda mehr Möglichkeiten hat, mit den Farben weiterzuspielen. Und ja, ich starte jetzt mal mit dem Orange. Und jetzt einmal den Lauf. Noch ein Tipp, wenn er so einfach mal so drauf losmalt, dreht doch einfach mal um und guckt, was dreht einfach mal um und guckt, was passiert. Gibt manchmal ganz neue Einblicke in so ein Bild. Ja, es gibt tolle, seht ihr das, gibt total tolle Effekte. Das ist so ähnlich wie mit Strukturpaste, dass die Farbe halt nur an den Erhebungen der Folie hängen bleibt und in den Tiefen die Folie halt durchschimmert. Schade, dass ich das nicht früher erkannt habe. Jetzt hätte ich es noch ein bisschen gezielter eingesetzt. So, mehr mache ich nicht. Das lasse ich jetzt. Und genau so schicke ich es jetzt der Gerda und lass mich überraschen, was sie daraus macht. Und ihr habt ja gesehen, dass ich die Aluminiumfolie hier über die Malpappen drüber geklebt habe. Damit ich sie halt besser auseinanderkriege, habe ich hier schon meinen Cutter bereit. Und dann kann ich die nämlich genau hier perfekt und unproblematisch durchschneiden. Und mein kleines Kunstwerk auf die Reise schicken. Zur Gerda. Okay, also schreibt mal drunter, was ihr davon haltet, von so einem Chorprojekt. Dann würde ich mir vielleicht nur Mühe geben, auch mit anderen Künstlern oder Künstlerinnen mal Kontakt aufzunehmen, weil ich das ganz spannend finde, was dann passiert. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Vielleicht finden es einige von euch jetzt doof, dass ich jetzt hier was Abstraktes angefangen habe, aber ihr wisst, also wenn ihr den Kanal von der Gerda Lips geschaut, dann wisst ihr auch, dass die aus solchen Bildern durchaus Gegenständliches machen kann. Und ich habe auch schon eine Idee, was ich daraus machen könnte. Nur die Gerda wird sicherlich eine andere haben. Und das macht die ganze Sache dann halt wieder spannend. Ne? Okay, schreibt es drunter, ob ihr das gut findet. Ich würde gern zum Beispiel auch mit der Künstlerin, die das mit der Alufolie macht, mit Künstlerstreich mal Kontakt aufnehmen. Und man scheint, vielleicht hat sie ja auch Lust, was zu machen. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht zum Nachmachen, aber einfach mal als Anregung, mal was auszuprobieren. Wenn er zum Beispiel jemanden kennt, der malt, dass das eine Art und Weise ist, zusammenzumalen. Dass er einfach mit einem Bild anfängt und den anderen mal weitermalen lässt. Okay, also bis zum nächsten Video. Wir lassen uns überraschen. Macht's gut. Tschüss.